Und damit ganz herzlich willkommen hier zum heutigen Mittwoch-Stream. Nicht wundern, ich habe mein Headset ein bisschen verkehrt rum auf, macht nichts. Ist ein bisschen warm gerade. Wie gesagt, zum heutigen Mittwoch-Stream. Wir starten heute mit Outlast Whistleblower und zwar dem DLC. Das Ganze spielt vor dem eigentlichen Hauptspiel, was wir ja schon durch haben, Outlast. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Gehen direkt mal rein. Starten auf normal. Und los geht's. Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. What? The... Punkt, Punkt, Punkt. 2 Stunden vorher. Okay. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen... Ja, konnte ich nicht lesen, sorry. So, alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe ich nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Yo, yo, yo. Wenn das nicht verdächtig ist, hier in diesem Abstellraum. Okay, neues Ziel. Gehe zur Hauptkonsole des morphogenetischen Antriebs. Krass. Wie gesagt, ich spiele das Spiel blind. Die ersten 5 Minuten hier kenne ich quasi. Aber ansonsten blind. Mit der Erfahrung aus dem ersten Teil, also Hauptteil. Okay. Page him again. We need this park guy in here now. Alles klar, dann wollen wir mal. Park. Finally. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Call into the chamber. Ask them to delay. No. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Natürlich. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Mr. Park? Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. I know you can stop this. You have to help me. You have Hey, to.
Calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Naja, ich weiß nicht, ob ich... Park? It will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3... Alter, das ist so mies, ey, ganz ehrlich. Eddie Glaskin ist das. Der tut mir voll leid. You're finished, Mr. Wayland Park. And leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Okay, neues Ziel, gehe zurück in dein Büro. Ja, super Büro, ey, Abstellkammer. Na gut, dann machen wir das mal. Die Anlage kennen wir ja noch. Aus dem Hauptteil. Hoppala. Na, mach mal Tür zu. Gucken wir uns, ob wir irgendwas hier finden. Eher nicht, ne? Das ist für mich ehrlich gesagt kein Büro. Das ist hier für mich eine Abstellkammer. Oh oh. Mr. Wayland Park. Consulting Contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Talk. Alter, es ist so mies. Es ist so mies. Whistleblower. Ja. Echt übel. Oh, oh, oh. Nicht gut. Oh, no. Der Wallrider. Oh, da, Kamera. Alles klar. Die Kamera kennen wir ja noch nur zu gut. Und wir kennen auch den Wallrider noch. Mach auf das Brett hier, komm. Wallflower. Pretty flower. Fucking. I'll open you up. Open you up. Eieieiei. You wait right there. Hallo, Flap Media. Schön, schön, dass du da bist. Okay, jetzt geht's los. Oh, hier haben wir gleich eine Batterie. Los geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach auf das Brett. Oh shit, der Wallrider. Oh shit, weg, 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 weg. Weg, Junge, lass mich durch. Get a little red on your hands.
It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. Oh Gott. Think you're different? Something special? Alter. There are no observers here. Now. Ja. Get the fuck out of here before I change my mind. Okay. Ja, komm. So. Und der Wallrider ist auch in der Nähe. Oh, jetzt warte. Da vorne ist eine Tür. Ich weiß, dass der uns hier angreift. Mal auf das Brett. Okay, lauf. Komm, lauf doch mal. Oha. Ich muss weg. Irgendwie die Tür zu machen. Da oben. Junge. Geh doch mal hoch. Warum gehst du nicht hoch? Alter, ey. So. Sind wir erstmal safe. We get out of here through reception and let Merc Tactical clean it up. If they get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Merc off has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Mercom Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. It's just okay. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try to radio outside your house, I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes. Krass, okay. Wir gucken mal in die Notizen rein. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen. Oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier darauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab sowas von verkackt. Ja, krass. So. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deines Willen, Lisa, und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jeden und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie könnten es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Ja, das ist ja echt übel hier. Also, habe ich da was? Nein. Wir wissen ja, was hier passiert durch das Hauptspiel, aber das ist schon krass hier, was die sich erlauben. Also ich bin fast schon... fast schon sagen, die sind schlimmer als Umbrella. Würde ich fast schon sagen. Mal gucken, was hier los ist. Okay, stocke duster. Oh oh. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, da können wir den Dings wegschieben. Du Stocke, du bist da hier. Alter. Okay, ich mach mal Reload. Batteriewechsel.
Was? Wo kommt der denn her? Alter, ich mach die Tür hier lieber zu. Bleib da drinnen, du. Alter, alter Falter. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Oh, Kacke. Der hier ist dicht. Das gefällt mir alles nicht. Okay, hier ist auch dicht. Inaktiv. What? Alter. Alter. Gott. No, 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 no. Okay, ich. You're not security. I was. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please. Just push the button. Open the door. We can get out of here together. Frage ist, können wir den Typen vertrauen? Okay, da ist das. Oh shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Okay, warte mal. Jetzt gucken wir mal, wir haben neue Notizen bekommen. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute. Ermordet oder schlimmer. Ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt. Doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben und änderte seine Geschichte. Sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Alles klar, mein Freund. Was müsste ich... Oh shit. Der kann ja, glaube ich, nicht durch die Luftschleuse, ne? Boah. What? Alter, das gefällt mir hier nicht, ey. Das ist. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Exit. Guck, ob hier irgendwas liegt. Batterien oder sowas. Da ist was, Batterie. Umschauen wichtig. Okay, hier kommen wir nicht raus. Da ist doch. Gott.
Da ist ein Dokument. Ja. So, wir schauen mal gleich mal rein. Waylon Parks Rücktritt. Mrs. Grant, es ist möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer Miss Lisa Parker aus Ledile CO kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung Ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, vorheriger Beratervertrag 8208, trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Miss Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Informationen mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff Psychiatric großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen. Und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könne. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Vorspielung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Alles klar. So viel dazu. Hier geht's nicht weiter. Hier liegt nichts, okay, dann geht's da lang. Diese gespenstische Ruhe, ne? Wie geht's denn weiter? Okay. Okay, da ist dicht. Gibt's hier irgendwo was? Hab ich jetzt gerade was übersehen? Stromtechnisch oder sowas? Ich höre Schreie im Hintergrund. Da ist nix. Aber da kann ich ja auch nicht drauf zugreifen, da ist nix. Ja, es ist so übel, ey. Das Spiel ist so krank. Fängt ja gut an, wenn man am Anfang gleich nicht weiterkommt, ne? Irgendwo muss es ja was geben. Frage ist nur, wo? Oh oh. Hier ist inaktiv. Ja, ja. Ich sehe hier auch nichts zum Anschalten. Da kommst du auch nicht einfach so durch. Deswegen ist das jetzt gerade sehr verwunderlich. Da ist nichts. Da ist nichts. Wir brauchen Strom. So viel ist klar. Aber wie den Strom anschalten? Ja, ist klar. Batterien aufladen. Kannst du auch nichts drücken oder sowas? Wo schalten wir denn hier den Strom an? Frage ich mich. Kommen wir nicht raus? Da ist kein Zugriff.
Nee, kannst nicht drauf zugreifen. Ja, auch nicht. Irgendwo ist jetzt gerade der Wurm drin. Fängt ja gut an. Sowas mag ich ja überhaupt nicht. Wenn man nicht vorankommt. Ja, der schreit da schön und ich hänge hier fest, oder was? Kann's ja nicht sein. Okay, hochspringen bringt auch nichts. Ja, auch nichts. Dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Wo zum Geier? Irgendwo muss es doch hier einen Weg geben, was da anzuschalten. Irgendwie kannst du auch nicht irgendwie hier untersuchen oder sowas. Ist auch nix. Fässer. Nur eine Menge Fässer, aber nix irgendwie. Hä? Das ist jetzt gerade sehr mysteriös. Jo, kommst du auch nicht da irgendwie drüber? Warte mal, da. Ah, hier ist doch was. Verstehe. So langsam, und jetzt hier. Ah, man muss erst gucken. Ah. Okay, sind wir hier. Stimmt hier runter, oder? Okay. Oh Gott, die Musik schon wieder. Tja, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Wegen. Okay, hier ist. Können wir rüber? Hier ist vernagelt. Irgendwas hier an Dokumente? Nein. Kommen wir hier raus? Ich weiß gar nicht, ob wir richtig sind. Okay, da sind wir wieder da. Okay. Einmal im Kreis gelaufen. Schon wieder nachladen. Batterie. Hallo, Batterie. Habe ich keine mehr? Oh Gott, das ist schlecht. Das heißt, da ist Batterie. Komm, Batterie. Sehr gut, Batterie. Das ist. Okay, kein Weiterkommen. Aber muss hier. Aha. Ja, stimmt. Hier ist ja auch noch was. Ich mach mal aus. Wenn wir es nicht brauchen, mach ich es aus. Da ist noch eine Batterie, das ist gut. Das ist so krank, dieses Spiel ist einfach nur krank. When I was a boy.